Grüße euch zum Männerwochenorakel vom 31.07. bis zum 6. August 2017. Ich habe jetzt dieselben Steine verwendet wie beim Frauenwochenorakel. Die ersten zwei sind Zitrin. Oh, ich beug mich nochmal vor mit meinem Kreuz. Ja, uff, ganz schön fix und foxy. Also einmal einen kleinen Zitrin. Ich finde den wunderschön, wie er auch glitzert. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und ein bisschen größeren Zitrin. Und nochmal so diesen grünen Schuh, vielleicht auch Schuh des Manitou. Okay. Okay, könnt ihr in euch gehen und mit dich durchatmen, dich überlegen, welcher Stein hier am besten zu euch passt. Und ich beginne wie immer mit der spirituellen Geldbewusstseinskarte von Thorsten Weiß. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Mein Geld ist die Quelle alles Guten. Momentan trägt Geld vielleicht noch mehr als Etikett von Macht, Schuld und Angst. Was auch immer mit dem Euro und allen anderen Währungen geschehen wird und wann auch immer der Zeitpunkt dafür gekommen ist, dieses System zu erneuern und zu überdenken, ist jetzt noch das allgemeine und einzige Zahlungsmittel, das wir in unserer Gesellschaft verwenden. Es bringt also nichts, es zu verdammen. Verändere deine persönliche Einstellung zu Geld und du wirst für die Zukunft gerüstet sein. Es macht dir dann nichts mehr aus, wie die Entwicklung vorangehen wird und was wir als Menschheit entscheiden. Wenn du es geschafft hast, das Geld in dein Bewusstsein zu einer Quelle des Guten werden zu lassen, dann wird es immer einer möglichen Folgewährung ganz automatisch so sein. Sei Pionier und sei deiner Zeit voraus. Okay, eure Krafttierkarte für diese Woche ist der Star. Emotionale Vielfalt. Steht jetzt für dich an, die Vielfalt deiner emotionalen Facetten zu entdecken. Offenbare dir deine vielfältigen Möglichkeiten durch Mitgefühl, Vertrauen und eine klare und liebevolle Kommunikation. Ich begrüße die sich in mir neu entfaltende emotionale Qualität als neues Mosaiksteinchen meines ganzheitlichen Selbst.
Ich habe das Deutungsbuch vom germanischen Götterorakel noch nicht gefunden. Und zu kurz wollte ich es auch nicht halten und dachte, ja, komm, nehme ich mal das russische Tarot-Kartendeck. Jetzt habe ich die allerdings alle so gezogen, dass sie auf dem Kopf stehen. Und hätte ich sie jetzt richtig rumgelegt, hätten sie komplett andere positive Bedeutung. Ja, also wir schauen jetzt einfach mal rein. Wir haben hier fünf der Schwerter. Ja. Das ist dann immer am Kämpfen. Man weiß nicht, der eine hat über andere gesiegt und die anderen laufen so hinweg zu der brennenden Stadt. Also als Einzelner kann man siegen, kommt jetzt einfach drauf an, ob du der Besiegte bist oder der Sieger. Ja? Und hier auf dem Kopf stehend, wenn diese Karte auf dem Kopf steht, handelt es sich nicht um einen fairen Kampf. Der Gegner hat den Sieg aller Wahrscheinlichkeit nach mit unsauberen Mitteln errungen. Und man kann es ihm nicht nachweisen, selbst dann, wenn der Kampf fair verlaufen ist. Dauert es sehr lange, bis man die Niederlage überwunden hat. Man will sich die eigene Schwäche einfach nicht eingestehen. Aus diesem Grund kann man die Niederlage natürlich auch nicht akzeptieren und kann nichts daraus lernen. Okay. Also vielleicht erst nicht einmal auf den Kampf einlassen, ne? Lass vielleicht den Gegner einfach ins Leere laufen, dann hast du vielleicht auch nichts verloren. Auf keinen Fall ein Glücksspiel wagen. Ja? Bleib bei klarem Verstand. Beruflich habe ich hier für euch das Herz gezogen. Weil wenn ich jetzt alles schön positiv geredet hätte, ja, wärt ihr vielleicht hier in euer Unglück gestolpert. Deswegen denke ich mir, dann lieber Vorsicht, dann teile ich euch doch lieber die andere Seite mit. Und hier, gutes Auskommen mit Kollegen, Chef, Liebe zum Beruf, manchmal auch Workaholic, mit dem Partner zusammenarbeiten. Ne, das hört sich gut an. Schlüsselworte, Liebe, Herzlichkeit, Harmonie, Zuneigung, Wertschätzung. Person, Mann bis 40 Jahre. Charakter, herzlich, liebevoll, romantisch. Aussehen, hell bis dunkelrote Haare, auch Mahagoni. Dicke, runde Figur, Themenkarte, Gefühle und Liebe. Vielleicht ist es ja auch für dich eher eine Frau, mit der du zusammenarbeiten möchtest. Kann ja gern so sehr gut sein. Weil das Buch von Alex Sarah Weng ist wahrscheinlich doch eher auf Frauen ausgelegt. Und hier haben wir die Liebeskarte, das Rollenspiel. Welche Rolle haben Sie zu spielen gelernt? Welche beherrschen Sie nicht? Welche Rolle spielt Ihr Partner und wo geraten diese Rollen in Konflikt? Mit dieser Karte werden Sie eingeladen, die Grenzen der Rollenerziehung und der eigenen Drehbücher hinter sich zu lassen. Ebenso die Probleme, die entstehen, wenn zwei Rollen nicht zusammenpassen. Erster Schritt. Hören Sie auf mit dem Versuch, Ihrem Drehbuch entsprechend zu handeln und zu reagieren. Zweiter Schritt. Finden Sie mehr über Ihr eigenes Rollentraining und das Ihres Partners heraus. Und nun lernen Sie einfach die Rolle Ihres Partners. Studieren Sie eine seiner einzigartigen Eigenschaften und integrieren Sie Ihre eigene Rolle. Damit heben Sie die Grenzen Ihres Rollentrainings auf. Gleichzeitig entstehen mehr Möglichkeiten, Ihre Themen
zu bewältigen. Deine Amas Botschaft. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Und die Weisheitskarte der Seele, hier haben wir den Kobold, also hier Vorsicht, das passt ja auch zur ersten Karte, ne, dass hier nicht so mit rechten Dingen mitunter gespielt wird. Und Angst ist eine Illusion, wähle heute die Liebe, vergib dir selbst und anderen. Oft ist es nicht leicht, sich einer fremden Problematik anzunehmen, weil sie auch Auswirkungen auf die eigenen Belange hat. Niemand ist perfekt, aber in diesem Fall bist du besonders in Gefahr, manipuliert zu werden. Dieses Wort ist hier nicht persönlich zu verstehen. Wenn dir die Koboldkarte auf dem Kopf erscheint, ist sie ein Signal, dich abzugrenzen und innerlich Abstand zu nehmen. Lass nicht zu, dass der Krempel anderer Leute dich dazu bringt, aus einer alten Verletzung heraus zu reagieren. Liebe dich selbst, bedingungslos, setze Grenzen und die Kobolde werden einschlummern. Liebe ist die einzige Antwort. Ja, dann war es ja doch gut, dass ich die Karte nicht rumgedreht habe. Und dein Engel der Zuversicht. Dein Engel inspiriert dich dazu, allem, was kommt, mit freudiger Erwartung entgegenzusehen. Lass dich nicht davon abbringen, an das Gute zu glauben und richte deine Gedanken, Worte und Handlungen konzentriert auf deine Wünsche und Ziele. So werden sie sich auch erfüllen. Die Botschaft deines Engels: Wenn du fest an das Positive glaubst, wird es auch geschehen. Kommen wir zur zweiten Legung. Und hier haben wir die vier der Kelche. Und vorweg kann ich euch sagen, der sitzt hier, hat einen Kelch in der Hand und fünf Kelche. Der sieht hier, dass die Kelche vor ihm umgefallen sind, er bedauert das so und sieht hier überhaupt gar nicht, was im Hintergrund noch steht. Außerdem hat er sowieso noch einen Krug in der Hand. Ja, ob das dann auch so gesund ist, hier diese ganze Kelche zu trinken, ist dann mitunter auch fraglich. Okay. Steht die Karte auf dem Kopf, sieht die Zukunft sehr düster aus. Denn dann fallen die hinter der Frau stehenden Kelche nicht mehr ins Gewicht. Der Fragesteller wird an einer traurigen Situation zerbrechen. Der Verlust wird bewirken, dass er jeglichen Lebensmut verliert und es wird lange dauern, bis er diese Krise überwunden hat. Okay, aber wir haben ja noch eine zweite Karte. Ja, die zwar auch auf dem Kopf steht, aber es ist jetzt hier mitunter die Welt. Ja, eine große Trumpfkarte.
steht die Karte auf dem Kopf, so ist damit zwar nicht unbedingt ein Misserfolg gemeint, aber es kann zu Stillständen kommen. In diesem Fall sollte man sich davon nicht ängstigen lassen, sondern versuchen, diese Talsohle möglichst schnell zu überwinden. Man braucht dazu allerdings noch etwas mehr als nur guten Willen. Man muss auch auf die nötige Portion Glück vertrauen. Ja, und glaube ich auch guten Menschenverstand. Okay, also es sieht ja nicht ganz so düster aus, ne? Irgendwie kommt man hier jetzt in der ersten Augustwoche nicht so richtig vorwärts. Halle hopp, ne? Aber das Geld kommt ja bald. Und in Bezug auf die Arbeit haben wir hier die Blumen. Glücklich sein im Beruf. Geschenk von Kollegen, Einladung zu beruflichen Event. Hört sich doch positiv an. Hier, Schlüsselworte. Glück, Freude, Geschenk, Überraschung, Charme, Einladung und Erfolg. Zeitfaktor, Frühling, Frühjahr, bis zu 3 Monate. Ja, also wenn man hier jetzt auf dem Baum noch ein paar Leute braucht und ein Zeitvertrag von 3 Monate ist besser wie nix, ja. Oder man fängt hier erst in 3 Monaten an, das weiß ich jetzt hier nicht so genau. Person, sehr junge Frau, Mädchen oder auch Tochter. Charakter, beliebt, charmant, glücklich, freundlich. Aussehen, helle Haarfarbe, sportlich und schlank. Themenkarte, großes Glück, Tochter, junge, geliebte, Freundin, Überraschung, Geschenk und Einladung. Also bitte die Flinte nicht ins Korn werfen. Deine Liebeskarte, hier geht's um das Thema Punkte machen. Wissen Sie, womit Sie in den Augen Ihres Partners Punkte sammeln können? Diese Karte zeigt Ihnen die Spielregeln auf, wie Sie geben und nehmen in Ihrer Beziehung ausgleichen. Wenn Sie mehr geben als empfangen, beginnen Sie dem anderen bald zu grollen. Empfangen Sie mehr als Sie geben, meinen Sie mit der Zeit nicht so viel geben zu müssen. Auch das führt zu Problemen. Wenn Sie also merken, dass Ihr Partner Ihnen gegenüber verstimmt ist, könnte es für Sie an der Zeit sein, Punkte zu machen. Denken Sie daran, es sind die kleinen Dinge, die zählen. Vielleicht braucht er eine Umarmung, eine gemeinsame Unternehmung, das Nachsehen eines Fehlers. Sollten Sie diejenige sein, die dem Partner grollt, können Sie ihm auf faire Art zu verstehen geben, womit er Ihnen gegenüber etwas wegmachen kann. Sorry, es ist in der weiblichen Position geschrieben, ja, müsste einfach ein bisschen umdenken. Tut mir leid, ist mir jetzt erst beim Lesen aufgefallen, hätte ich ja auch ändern können, aber manchmal kommt dann auch ein Wirrwarr raus, wo dann keinen Sinn mehr ergibt und mittendrin hätte es jetzt keinen Sinn mehr ergeben. Okay, aber auf jeden Fall mal Punkte sammeln und dann kommt das auch ins Lot, würde ich sagen. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Und deine Weisheitskarte der Seele, hier haben wir die Knochensammlerin. Oh, die sitzt hier im... Nee, weder Yoga noch Zen. Könnte auch ein Zen-Hocker sein, aber dann hat sie die Beine anders da. Okay, richtig rum. Du bist vollständig und hast alles, was du brauchst in dir.
Diese Karte fordert dich auf, deine Lebensumstände genau zu betrachten und dich zu fragen, ob du völlig präsent bist oder aus den Prägungen der Vergangenheit und aus unbewussten Erwartungen heraus agierst. Jede unserer seelischen Verletzungen kommt, besonders wenn wir noch Kinder sind, einem Raub an unserer Seele gleich. Wir passen uns an und akzeptieren eine bestimmte Version der Wahrheit, die über unser Verhalten bestimmt. Wenn wir in Zukunft mit einer Situation konfrontiert sind, die uns an die prägende Erfahrung erinnert, was wir über uns selbst wissen, ist somit durch eine begrenzte Wahrnehmung verfälscht. Vielleicht erlebst du dich als mutlos und zweifelst an deinem Selbstwert. Vielleicht fühlst du dich als falsch und nicht liebenswert oder erwartest nur auf Kritik zu stoßen. Mit welcher Frage du diese Karte auch gezogen haben magst, die Knochensammlerin erinnert dich daran, dass du in Wahrheit ein kraftvolles Wesen mit unbegrenzten Möglichkeiten bist. Was immer dir genommen wurde, hat sie für dich in der seelischen Verletzung sicher bewahrt. Und sie erscheint dir jetzt, um dich zu ermutigen, zurückzuverlangen, was dir abhanden gekommen ist. Du hast all das, von dem du glaubst, dass es dir fehlt, in dir. Und die Knochensammlerin ist deine innere Kraftquelle. Handle so, als ob du besäßest, was dir zum Mangeln erscheint. Und du wirst sehen, dass du es niemals wirklich verloren hast. Alles ist möglich. Wenn du wach und bewusst bist, brauchst du dich durch die Wunden der Vergangenheit nicht beherrschen zu lassen. Und dein Engel der Engel der Zufriedenheit die Botschaft deines Engels blicke in dein Inneres und gelange zu Frieden und Ausgeglichenheit. Akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst, und habe Vertrauen in deinen Engel, dass alles so geschehen wird, wie es geschehen soll. Denn ein zufriedenes Herz ist ein reines Herz, das durch nichts erschüttert werden kann. Yeah. Schön. Kommen wir zur dritten Legung. Auch hier steht die Karte auf dem Kopf. Aber wir haben hier den König der Stäbe. Bin ich jetzt mal gespannt, was der uns mitteilen möchte. Steht die Karte auf dem Kopf, so besitzt der König die ihm zugeschriebene Güte nicht, sondern ist ein brutaler Mensch, der anderen seinen Willen aufzwingt. Er lässt sich nicht beirren und ist anderen gegenüber vollkommen intolerant. Seine Stärke ist auch nicht besonders konstant. Und seine Schwäche kommt immer wieder zum Vorschein. Wären die Probleme zu groß, wird er ängstlich und reagiert in dieser Angst unberechenbar. Okay, ich hoffe, dass du das nicht bist. Und beruflich haben wir hier den Mond. Vielleicht hast du auch Spätschicht oder Nachtschicht. Würde ja sehr gut dazu passen.
Anerkennung bekommen, psychologischer, medizinischer Beruf. Schlüssel eventuell auch im spirituellen Bereich. Ja? Was steht hier jetzt zwar nicht, aber Schlüsselworte, Gefühle, Angst, Anziehungskraft, Intuition, Sensibilität, Anerkennung. Zeitfaktor, nachts, ein Mondzyklus von 28 Tagen. Charakter, ängstlich, sensibel, gefühlvoll, braucht viel Anerkennung, Aussehen, alle Blondtöne, ein bisschen dicke Figur, Themenkarte, Angst, Anerkennung und Anziehungskraft. Deine Liebeskarte, die Vollendung. Gibt es etwas in Ihrem Leben, das Sie noch nicht zu Ende gebracht haben? Ein klassisches Zeichen für unerledigte Geschichten sind endlose Sehnsüchte, Rachegelüste, tiefes Bedauern oder ein hartnäckiger Groll, unbestimmte Angst oder unerklärliche Wutgefühle, darin stecken zu bleiben ist, als würde man eine bestimmte Seite aus einem alten Kapitel des Lebens immer und immer wieder lesen. Der Vorschlag dieser Karte: Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie endlich die Gefühle niederschreiben und durchleben, die Sie nie ausgesprochen haben. Vergeben Sie anderen oder sich selbst. Sagen Sie Adieu, begraben Sie Hoffnungen. Den Brief müssen Sie nicht abschenken, aber er hilft Ihnen, mit dem nächsten Kapitel Ihres Lebens zu beginnen. Deine Amos Botschaft, dein Hilferuf ist angekommen, oder? Ja, dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Und die Weisheitskarte der Seele. Hier haben wir die sanfte Gärtnerin auf dem Kopf. Puh. Also deine Woche ist jetzt nicht gerade das Gelbe vom Ei, muss ich ehrlich gestehen. Puh. Sei du selbst, sei ein bewusster Mitschöpfer deiner Welt. Hegst du Groll? Wie häufig kommt es vor, dass du die Negativität verstärkst, indem du den Mangel und die Begrenzung betonst? Jedes Mal, wenn du einen sehnlichen Wunsch in die Welt aussendest, insgeheim aber glaubst, das Ersehnte nicht zu verdienen, säst du Unkraut auf dem Feld deiner Träume. Wenn du sanfte Gärtnerin in umgekehrter Position ziehst, ermahnt sie dich, all deiner negativen Gedanken und egoistischen Motive bewusst zu werden. Sie fordert dich auf, innezuhalten und genau zu besehen, welche Gedanken, Samen du in die Welt hinausschickst. Wächst daraus Unkraut empor oder erstickst du es in deinem schönsten Garten? Schließlich das Leben unter sich. Aber kein Grund zur Besorgnis, denn sobald du dies erkannt hast, bist du in der Lage, einen negativen Gedankensamen durch einen positiven und gesunden zu ersetzen.
Vergebung ist dein mächtigstes Werkzeug der Selbstheilung. Und dein Engel, der Engel der Liebe, Liebe kann man nicht planen, man muss sie zulassen und sich darauf einlassen, damit sie dauerhaft bei einem bleibt. Schaffe jeden Tag Raum für liebevolle Gefühle und Gedanken, für grenzenloses Vertrauen und sei offen für das Unerwartete. Denn Liebe ist das stärkste Gefühl, das sogar Verletzungen und Trennungen überwindet. Wenn du bereit für die Liebe bist, wird dein Engel dir dabei helfen, dieses Gefühl in deinem Herzen zu verankern. Kommen wir noch zur Ja-Nein-Vielleicht-Frage bzw. Amors Botschaft. Habt ihr gewählt? Ich löse auf. Balance. Eine richtige Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Hier haben wir das Nein. Und hier haben wir das Ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Kopf hoch, positiv denken, es wird alles gut. Ja? Tschüss.